Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kena Bridge of Spirits. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich zu diesen einen Schrein zurückgehen werde. Das war eigentlich auch das, was ich tun wollte. Aber ich wollte eigentlich irgendwie zurückhangeln, also da hinten rüber. Bin ständig auf der Seite hinten abgestürzt, weil ich irgendwie zu doof bin, Tasten zu drücken. Keine Ahnung. Wollte dann hier rüber wieder hin. Und da ist mir was aufgefallen. Wo ist das denn jetzt? Hier oben. Da ist nämlich eine Blume aufgegangen. Und bevor ich jetzt hier einfach so rumlaufe, möchte ich gerne mit euch zusammen mal gucken, was es hier zu erkunden gibt. Ah. Was ist denn das? Ach, das ist der Tropfen. Wieso kann ich hier... Ah, jetzt. Nee, Moment. Doch. Nee. Es ist kein Tropfen, es ist ein weiteres Mitglied unserer Gemeinde. Ach, scheiße. Ich meine, das ist natürlich super. Aber ich dachte, das wäre jetzt dieser eine Tropfen. Na gut. Das heißt, ich kann euch jetzt hier nicht mehr wirklich viel zeigen. Ich werde hoffentlich diesmal, ohne 20 Mal abzustürzen, mich wieder auf den Weg zurück machen. Und... Moment, da unten... Sehe ich jetzt gerade erst. Da unten ist doch ein Aufzug. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, mit dem Aufzug kamen wir... Ist da auf der Seite. Stirbt man? Ja, man stirbt, wenn man darüber springen möchte. Okay. Ich meine nämlich mit dem Aufzug... Ach, jetzt habe ich das Problem wieder. Weil wenn ich jetzt... Egal, was ich mache, hier kriege ich dieses Dings nicht. Dieses B nicht. Und wenn ich B nämlich drücke, gehe ich immer wieder, mache ich immer wieder so eine Rückwärtsrolle irgendwie. Und das ist sehr, sehr nervig. Und wenn ich hier einfach so runtergehe, das zeige ich euch mal kurz, dann hält die sich nicht an der Kante fest. Und das war nämlich das Problem, weshalb ich dauernd abgestürzt bin. Deswegen würde ich sagen, den Rest schneide ich jetzt mal eben raus. Ich muss da nämlich wieder zurück, ganz nach oben, wo wir eben waren. Was ich jetzt von hier aus gerade nicht sehen kann. Ach so, oder? Ich glaube, da hinten ist es. Bei dem Baum, wo wir jetzt... Ja, jetzt kann ich loslassen. Aber jetzt bringt mir das Ganze auch nichts, weil ich ja genau andersrum gehen muss. Also es ist scheinbar nicht dafür gemacht, den Weg da zurückzugehen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Bug ist, ob das jetzt so gewollt ist. Keine Ahnung. Ich werde da jetzt nochmal rübergehen, den Aufzug benutzen und dann halt unten den Umweg ein wenig laufen über den Wächterbaum, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinkommen sollen. Wenn der Aufzug jetzt noch hochkommen würde, ich wollte gerade sagen, dann wäre das Ganze natürlich viel schneller und einfacher. Ich glaube, ich lasse das doch mal drin, den Weg, weil wenn ihr nämlich das gleiche Problem habt, weil ihr das Spiel spielt, und ihr nicht dahin kommt, dann habt ihr hoffentlich gleich eine Lösung. Ja, das war mir klar, dass ich da runterschlitter. Bin ich jetzt noch in der richtigen Richtung? Von da aus und dann rechts. Doch, aber gut, hier müssen wir dann später auch nochmal hin. Ich finde es immer noch doof, dass man nicht wirklich sprinten kann. Ich glaube, hier war der Fall nicht so groß, ne? Oder wie war das? Nee, Moment, hier. Kann ich theoretisch? Aber so weit ist das hier nicht. Nee, okay. So. Das. Und da, in der Richtung. Genau, da hinten ist es. Irgendwie ist es immer etwas gruselig, wenn der Typ dann wie aus dem Nichts plötzlich hier auftaucht. Und auch ein bisschen nervig, weil man dann immer wieder denkt, das ist ein Gegner. So, ich wollte hier nochmal schauen, ob man da nicht doch irgendwie vorbeikommt. Das kann ja nicht sein. Und hier vielleicht irgendwie hoch. Da rutsche ich ab, ne? Oder?
Moment. Da nicht. Gibt es denn hier irgendwas zum Rüberziehen oder so? Na, ja, direkt über mir. Aber die blöde Kuh, beziehungsweise die blöde Pflanze will nicht aufgehen. Ja gut, wegen der Verderbnis will sie nicht aufgehen. Das kann ich nachvollziehen. Moment, hier hinten geht's weiter. War ich hier vorhin schon mal? Da ist ein Chest. Oh, ich glaube, hier war ich gar nicht. Oh, nee, ne? Also mit vorhin meine ich jetzt für euch quasi die vorletzte Folge, glaube ich. Nein, ist das euer Ernst? Oh. Das ist nicht euer Ernst. Da hinten ist es am Leuchten. Oh, Moment, da ist noch was. Wow. Ah, okay. Stimmt, da ist eine Kante. Die habe ich gar nicht gesehen eben. Oh Gott, da müssen wir aber wirklich schnell sein. Oh, okay. Und dann... ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, ganz ehrlich. Ach, die Viecher schon wieder. Wie viele haben wir denn hier? Nein, komm. Ach, komm schon. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch noch da sind. War's das? War's das? Oh, yes. Oh, endlich mal was, was dann auch machbar ist. Okay, perfekt. Jetzt gucke ich hier nochmal, bevor ich hier gleich gar nichts mehr... Ach, da kann man bestimmt irgendwo runterschlittern, oder? Ich weiß nicht. Da müssen wir eigentlich jetzt wieder hin. Nein, nicht darüber. Okay, da ist auf jeden Fall eine Kante, dass wir da auch noch hin müssen. Ach, deswegen ist das hier so. Ah, verstehe. Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Was war das? Ach so, weil ich da... Ja, okay. Das ist doch das, wo ich die Verderbnis schon... Warum komme ich denn da jetzt so einfach... Ach so, ja, wegen den Steinen. Ja, klar. Haha. Ach so, dann hätte ich das... Nein, oder? Dann hätte ich das von dieser Seite aus machen können. Oh, ihr wollt mich doch irgendwie veräppeln heute. Ehrlich. Oh, das ist nicht euer Ernst. Jetzt ärgere ich mich wirklich gerade doppelt und dreifach. Kommen wir da wieder hin? Hier kann man ja anscheinend auch noch weitergehen, oder? Oder auch nicht? Gibt es hier irgendwas zum Ziehen? Auch nicht. Wenn ich da jetzt ins Wasser reinspringe, glaube ich, wäre das auch nicht so günstig. Da kommt man eventuell weiter, aber das bringt uns hier nicht weiter. Da oben ist noch was, das konnte man... Das bringt uns natürlich nicht viel. Frage ist, rutsche ich jetzt hier raus? Ich gehe mal davon aus. Boah. Dass ich dann da irgendwie wieder zurückgehe oder so. Naja, am besten noch direkt in das tödliche Wasser rein. Kein Thema. Nee, keine Chance, wie es aussieht. Hier kommt man auch nicht weiter. Tja... Was ist mit dieser einen Blume, wo wir eben davor standen? Aber die will ja nicht aufgehen wegen dem Zeug, ne?
Und hier ist auch alles. Da hinten ist noch. Ist das jetzt noch Verderbnis? Eigentlich ist es nur hier oben, oder? Kann ich hier unten schwimmen? Anscheinend ja. Okay, perfekt. Ein kleiner Freund. Hallo. Warum kann ich dich nicht nehmen? Hallo. Ich will Y drücken. Jetzt. Come on. Ja, cool. Aber es bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Da kann ich nicht hoch. Da komme ich wieder zurück. Konnte ich denn... oder? Da kann ich aber nicht oben über den Baumstamm irgendwie gehen, oder? Da oben ist auch wieder sowas Komisches. Was ist denn das überhaupt? Das wollte ich sowieso... Moment, wo war... nee, das war auf dem Weg zurück, oder? Oder wo hatte ich das eben gesehen? Da habe ich doch auch schon mal so ein Ding gesehen. Das kann man auch nichts zum Ranziehen aktivieren. So. Ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Nee, also das ist... Das ist wahrscheinlich extra abgesperrt, dass man da nicht hochkommt. Und hier komme ich so gar nicht rum. Nee. Also das ist nicht das Rätsels Lösung. Das Problem ist halt, wie gesagt, diese eine... diese eine Blume wird sich wahrscheinlich nur öffnen, wenn die Verderbnis beseitigt ist. Und da gehe ich stark von aus, dass das tatsächlich nur der Rückweg ist. Das da oben irritiert mich noch. Ich meine, irgendwie muss ich ja da hochkommen, nehme ich an. Da oben sind Gegner. Waren die eben auch schon da? Aber das ist nur, wenn ich da... komme ich jetzt von dieser Seite überhaupt wieder dahin? Da komme ich ins Wasser. Da rutsche ich ab, oder? Ja. Ah, nee, es geht auch so. Okay. Moment, was ist das? Also theoretisch müsste ich da ja hin. Ich weiß nicht. Oh. Okay. Da kann ich durch. Das ist schon mal... Ah. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ah, okay. Das ist auf Zeit. Verstehe. Ist die dann vielleicht anschießbar? Nein, komm. Och. Ich hasse euch. Ehrlich, ich hasse diese Scheißdinger, die immer wieder runtergehen müssen. Och, Mann. Ich hasse es wirklich. Du hast da null Zeit. Vor allen Dingen, ich habe ja auch... Ach so. Okay, jetzt bereue ich es tatsächlich, dass ich das nicht gemacht habe mit der Zeitlupe. Die wäre dafür sicher richtig gut gewesen. Und jetzt haben wir natürlich keine Punkte mehr, um die da reinzusetzen. Und wir können die anderen auch nicht rausnehmen oder so. So, nee, ich wollte eigentlich... Scheiße. Also ich kann euch nur sagen, nehmt auf jeden Fall die Zeitlupe mit.
Ja. Ich werde es jetzt auf jeden Fall etliche Male versuchen und werde euch dann den Teil, wo es dann geklappt hat, eben reinschneiden, damit wir hier weiterkommen. Ich sag mal bis in ein paar Stunden. Perfekt. Ja, und jetzt, ich bin ganz ehrlich, es ging leider nicht anders. Ich habe es alles probiert, aber ja, nichts funktionierte. Ich musste es auf Maus umstellen, um dann festzustellen, dass es mit der Maus wahnsinnig schnell ist. Und ich gedacht habe, dass das überhaupt niemals funktionieren würde. Perfekt, Maske der Geschwister. Bringt uns allerdings trotzdem nicht weiter, was die Verderbnis betrifft. Leider, leider. Ach, das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Was ist denn, wenn wir hier unten rumgehen? Aber das, ich denke ich mal, das wird genauso. Wir wahrscheinlich gleich in der Sackgasse enden. In der Sackgasse nicht, aber zumindest im Wasser. Oder? Doch, da waren wir doch schon, oder? Oh, oder auch nicht. Fuck. Okay. Oh nein, nicht wieder so einer. Och, das ist der, den man nicht ausweichen kann. Ernsthaft jetzt? Oder zumindest fast nicht ausweichen können. Och ja, genau. Dann lass mich bloß nicht dahin. Okay. Kommt da noch was? Hallo? Oder muss ich jetzt? Ach so, ich muss hier hoch, ne? Nein, ich hätte mich fragen sollen, ob noch was kommt. Ja, ich weiß, das ist dieser blöde Drecksack. Sehe gerade nichts. Moment, kann er sich mal drehen hier? Okay. Oh, das ist ziemlich eng da hinten, ne? Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ey, willst du mich verarschen? Hallo? Sag mal, ernsthaft? Gerade sagen, ich sehe gar nicht, wie viel Leben der überhaupt noch hat. Okay, und was ist das für ein Viech dahin? Ach so, das ist so normales, ne?
Und was hat hier gerade gehakt? Yes! Ihr könnt mich alle mal. Ha! Oh, hat er mich jetzt gerade erschreckt? Ich wollte doch einfach nur gucken. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Ja, das ist schön. Mehr sagst du nicht. Okay. Ja, dann bin ich gerade am Überlegen. Moment. In der Richtung. Deswegen ist wahrscheinlich da hinten das zum Ziehen. Aber ich möchte hier kurz gucken. Das ist nur zum Heilen. Ja, sonst ist hier anscheinend nichts. Okay. Weiter links rum. Ach ja, genau. Und dann den Weg übers Wasser, wo wir jetzt nicht rübergehen. Keine Ahnung. Dann gehen wir einfach hier rum. Komme ich hier noch hoch? Nein, natürlich nicht. Es wäre ja auch schneller gegangen über Land. Warum sollte man das dann machen? So, die Richtung. Nein, ich muss links hoch. Ah ja, ich glaube, hier oben bin ich rumgegangen, ne? Nein. Ernsthaft jetzt? Da muss ich das wieder neu freilegen? Oh, ihr habt es doch nicht mehr alle. Dann bin ich wahrscheinlich schneller, wenn ich da hinten rumgehe. Oder in dem Fall schwimme. Bin ich vermutlich schneller als da. Moment. Da kann man hoch. Das wäre natürlich auch gut. Ah, perfekt. Okay. Moment, links von mir. Ach, da ist es doch schon. So. Aber. Ich meine, normalerweise wird alles gespeichert. Das finde ich auch sehr klasse, dass man immer direkt da weitermacht, wo man ist. Aber ich habe doch gerade so ein bisschen Schiss, weil das ja aussieht wie so ein Kapitelende. Und dann normalerweise immer irgendwas Schweiniges auf mich wartet. Oh, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Und dann dieser fucking Troll. Oh ja, bloß nicht ausweichen. Lauf auch nicht. Bleib einfach da stehen. Genau. Hallo, wieso kann ich die nicht machen? Ist doch voll aufgeladen. Zumindest das ging jetzt. Aber wieso kann ich die nicht schicken? Das ist das Komische. Oh, hallo. Ja, 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 ja. Ich kann mich auch nirgendwo heilen, ne? Komm, komm. Na. Ja, super. Ich sterbe jetzt, weil ich mich nicht heilen kann. Das ist richtig geil. Toll. Und weil die nicht läuft, die selten dämliche Kuh. Sorry, dass ich jetzt gerade so leise bin, so ruhig bin, aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Oh. Boah.
Drecksack. Ah, jetzt. Ja, ich dachte schon. We leave offerings at the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Speiseopfer, okay. Beseitigt die Verderbnis in der Laternenhöhle. Oh, ich habe gerade irgendwo was gefunden. Ich habe es jetzt gar nicht... Ach, hier vorne, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Muss ich das noch einsammeln? Nee, ne? Das war ja quasi schon eingesammelt. Ach, die ist komplett woanders. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch der ideale Zeitpunkt, wo wir einen kleinen Cut machen können. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal zur Laternenhöhle gehen und hoffentlich dann nicht so eine halbe Herzattacke kriegen, so wie jetzt. Weil das war... Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Also normalerweise, wenn es einmal aufgeladen ist, kann ich die draufwerfen. Aber anscheinend funktioniert das nicht mehr. Anscheinend muss ich sie jetzt mittlerweile zweimal aufgeladen haben. Das ist irgendwie ein bisschen tricky gerade geworden. Naja, meine süßen Kerlchen hier, die mich irgendwie scheinbar alle anbeten. Und ich, wir verabschieden uns erstmal von dieser Folge. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich kann bisher wirklich nur sagen, es ist ein richtig, richtig süßes Spiel. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen krisselig von der Auflösung her, trotz 2K-Auflösung. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es absolut genial gemacht. Die Gegner könnten allerdings auch ein bisschen einfacher sein oder zumindest, dass man mal eine Möglichkeit hat, sich irgendwo zu heilen. Das wäre ganz schön, wenn man so einen Gegner hat, weil der war jetzt wirklich, ich weiß nicht, der haut einen zweimal oder so, man ist tot. Das heißt, man muss ständig ausweichen, das ist ja soweit okay. Das Problem ist nur, wenn man da noch nicht mal heilen kann, hat man wirklich nur einen Lebensbalken. Und naja, ihr habt ja gesehen, wie extrem niedrig der jetzt bei mir gewesen ist. Also das hätte man schon ein bisschen verbessern können. Zumal ich ja jetzt noch, ich glaube, 3 Schwierigkeitsstufen darüber habe und gar nicht wissen will, wie höllenschwer die anderen Stufen sind. Ja... Aber ich will nicht meckern, wie gesagt, das Spiel ist wirklich unheimlich geil bis jetzt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!